Seit Jahrzehnten wird versprochen, dass Freihandel für alle gut ist. Das Märchen vom Freihandel. Stell dir eine Welt vor, in der alle Freihandel treiben. Dort gibt es Wohlstand und Arbeitsplätze für alle. Und allen geht es gut. Doch für echten Freihandel brauchen wir immer und überall mehr Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung. Schön wär's, wenn's so einfach wäre. Aber natürlich. Doch heute ist der Freihandel in Gefahr. Staatlicher Protektionismus ist wie Gift für ihn. Denn Märkte dürfen nicht geschützt, sondern müssen geöffnet werden. Dafür brauchen wir Liberalisierung. Dann werden Zölle abgebaut und der freie Wettbewerb gefördert. So haben alle gleiche Chancen. Das ist zum Wohle aller. So geht Freihandel. Das mag in der Märchenwelt des Freihandels funktionieren, in der Realität aber nicht. Alle heutigen Industriestaaten haben eine Phase des Protektionismus durchlaufen. Erst als die eigene Wirtschaft stark und konkurrenzfähig war, wurde sie für den Weltmarkt geöffnet. Die wirtschaftlich Stärkeren verlangen aber von den schwächeren Ländern, sich ungeschützt in den freien Wettbewerb mit ihnen zu begeben. Es geht dabei weniger um das Wohl aller, als um die Durchsetzung der Interessen des Stärkeren. Und die bestimmen auch die unfairen Spielregeln. So sieht's aus. Aber nein. In der Welt des Freihandels begegnen sich alle als gleichberechtigte Marktteilnehmer in einer freien Welt. Freihandel ist alternativlos und immer gut. Und dafür ist auch Deregulierung notwendig, zum Beispiel des Arbeitsrechts. Unternehmen brauchen für ein günstiges Investitionsklima mehr Flexibilität beim Umgang mit dem Streikrecht, dem Kündigungsschutz oder Gewerkschaften. Das fördert den Lohnwettbewerb und schafft neue Arbeitsplätze. Nur so gibt es Wohlstand für alle. Leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Oft führt Deregulierung zu einem ruinösen Wettbewerb. Um konkurrenzfähig zu bleiben, werden die Löhne gedrückt und Arbeitsrechte immer weiter eingeschränkt. Und um noch billiger zu produzieren, werden Arbeitsplätze ausgelagert. Heute wird zum Beispiel die Kleidung für Industrieländer vor allem in Weltmarktfabriken produziert. Dort, wo die Löhne niedrig sind, Arbeitsrechte nicht durchgesetzt werden und gewerkschaftliche Organisation unterbunden wird. Der Freihandel beschert den Unternehmen große Gewinne. Die Löhne der neu entstandenen Arbeitsplätze dagegen reichen kaum zum Überleben. Ach was, wer wagt, gewinnt. Und Freihandel ist immer gut. Und mehr Privatisierung auch. Der Staat wirtschaftet viel zu teuer und zu bürokratisch. Unternehmen können die Aufgaben viel effizienter übernehmen. Das ist zum Wohle aller. Auch diese Behauptung lässt sich in der Realität nicht bestätigen. Wird zum Beispiel die Wasserversorgung privatisiert, steigen die Verbraucherpreise oft drastisch. Wasser wird zu einem Gut, das sich nicht mehr alle leisten können. Den Armen in den Ländern des Südens werden die Hähne zugedreht, weil sie die hohen Wasserrechnungen nicht mehr bezahlen können. Das heißt auch hier, mehr Profite für die Unternehmen und steigende soziale Ungleichheit. Die Realität sieht nur so aus, weil es noch nicht genug Freihandel gibt. Die Behauptung, Freihandel diene dem Wohle aller und alle hätten dieselben Chancen, vom Markt zu profitieren, ist eine Illusion. Ausgeblendet wird dabei, dass Macht weltweit ungleich verteilt ist. So wie Freihandel heute funktioniert, nutzt er vor allem den wirtschaftlich starken Ländern und den großen Unternehmen. Welthandel kann viele Vorteile haben, es kommt aber darauf an, wie er gestaltet wird. Es geht darum, die internationale Handelsordnung fairer und gerechter zu gestalten, damit sie tatsächlich zum Wohle aller beitragen kann. Handel muss sich an der Realität orientieren, nicht am Märchen vom Freihandel.